Unsere Reise nach Liverpool war anders geplant. Statt Meisterfeier und Klopp-Interview danach, nur der Blick zurück. Juni 2019. Jürgen Klopp erlebt erstmals, wie diese Stadt Champions-League-Sieger feiert. Der Mythos Anfield. Ungeschlagen stürmen die Reds vom FC Liverpool hier seit fast 3 Premier League-Jahren. Am Coronavirus aber dribbelt auch der beinahe Meister nicht vorbei. Als Stadt in Angst erleben wir Liverpool, als in der vorletzten Märzwoche Restaurants, Shops und Schulen auch hier schließen. Dabei waren sie so kurz davor, englischer Meister zu werden. Genau hier, an einem Samstag vor 2 Wochen gegen Crystal Palace. Nur Jack kommt, wie verabredet, mit seiner Gitarre. Anfield, Rockfield Road, am Tag, als die Meisterschaft einfach ausfällt. Walk on, walk on, we hope in your heart, and you'll never Jack Gilbanks kennt jeder, der mal in Anfield war, weil er im Albert Pub spielt, direkt unterm Korb der legendären Fantribüne. Ein paar hundert Meter weiter Goodison Park. Statt Matchday unter Flutlicht, Everton gegen die Reds, leere Straßen. Liverpool so dicht vor dem Traum vom Titel, gestoppt von einem unsichtbaren Gegner. Keiner von uns weiß, wie man das ertragen soll. Ich trinke zwar nicht, aber ich wünschte mir, dass ich es jetzt täte. Viele meiner Klienten sind der Inbegriff dessen, was wir als Liverpool Fanatics bezeichnen würden. Ich habe mit einigen kürzlich zu tun gehabt, die ihr komplettes Jahr dem FC Liverpool gewidmet haben. Die Urlaube abgesagt, Pläne umgeschmissen, sowie ihre Arbeit und sozialen Aktivitäten untergeordnet haben, einfach um zu jedem Spiel der Saison gehen zu können. Einer meiner Klienten hat im wahrsten Sinne des Wortes zum Ziel, überall mit hinzureisen, auf die Liverpool-Spiele zu gehen, einfach überall, der Mannschaft, um die ganze Welt zu folgen. Und nun denkt er, was passiert jetzt? Und ist komplett am Boden zerstört. Herausgerissen aus einem Traum, so kurz davor, alle. Und LFC-Manager Jürgen Klopp zeigt mal wieder, dass er so viel mehr drauf hat als nur den außergewöhnlich erfolgreichen Fußballtrainer. Seine Botschaft verbindet, holt jeden ab. Stay home and take care. Die Wirkung dieses Briefes enorm. Weil Klopp im ohnehin Labour-dominierten Liverpool als deutlich glaubwürdiger und ehrlicher eingeschätzt wird als zum Beispiel der britische Premier Boris Johnson. Ja, ich habe als Trainer des LFC, aber auch als ganz normaler Typ gesprochen. Auch wenn Fußball für mich in sehr vielen Lebenssituationen das Wichtigste überhaupt ist, in diesem Augenblick ist er das nicht. Ich wollte einfach sicherstellen, dass die Leute das wissen und das für sich selbst auch so empfinden können. Ja, ich finde, das Statement war absolut richtig. Es kam von Herzen und war genau das, was die Menschen gebraucht haben. Also ich persönlich war stolz, meinen Trainer das sagen zu hören. Gut gemacht, Jürgen. Nein, keine Panik. Scousers geraten nicht in Panik, besonders wir Everton-Fans nicht. Nimm es einfach, wie es kommt.
Meine Erfahrung ist, dass Scousers daran gewöhnt sind, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Es ist ja nicht die erste Herausforderung, der diese Stadt gegenübersteht, und es gibt hier einen starken Zusammenhalt. Klar, es ist enttäuschend, aber wir Liverpool-Fans, wir haben 30 Jahre lang gewartet. Dafür lohnt es sich. Liverpool, Halbmillionenstadt am Mersey. Der Niedergang seines einzigen Welthafens bedeutet einen auch für englische Verhältnisse beispiellosen sozialen Abstieg. Unübersehbar im Stadtbild. Doch Zusammenhalt und geschärfte Identität der Scousers, wie sich Liverpools Bürger nennen, resultieren genau daraus. 40% des Welthandels liefen mal über diesen Hafen. Lange her. Heute treffen die Viruspandemie und ihre Folgen Stadtteile wie Anfield und Everton besonders hart. Diese Region hier ist ohnehin schon am Kämpfen. Leute in schlecht bezahlten Berufen, Freiberufler, einfach sehr unsichere Jobs. All diese Dinge sind allein schon schwer genug, selbst wenn man sichere Beschäftigung oder Einkommen hätte. Also, es ist hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen, denen wir jetzt gegenüberstehen, wirklich besorgniserregend. Es verschärft die Lage und macht alles einfach noch schlimmer. Hier herrscht jetzt eine große Unsicherheit. Natürlich fragen wir Reverend Adam Maynard, der in unmittelbarer Nähe des Stadions von Anfield predigt, zum Stellenwert von Religion und Fußball in seiner Gemeinde. Ich denke, dass Liverpool trotz dieser großen Leidenschaft für den Fußball auch eine sehr religiöse Stadt ist. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber klar, die Leidenschaft für den Fußball formt die Identität der Menschen bei uns sehr stark. Is really what shapes a lot of people's identity. Anfields Holy Ground und die Heilige Kirche. Gerade in Zeiten der Corona-Bedrohung rücken Leidenschaft und Glauben in Liverpool noch dichter zusammen. Je mehr diese Stadt durchmachen musste, in den Krisen zeigt sie immer, dass die Menschen über ihren Rivalitäten stehen und sich ihrer Mitmenschen annehmen. Egal, ob sie rote oder blaue sind. Anfield und seine Rituale. Seine oft sakral anmutende Atmosphäre. Beseelt sein von diesem You'll Never Walk Alone, keine Frage des Alters. Eine Verabredung mit Liverpools Stadionsprecher George, The Voice of Anfield, seit 1971. Du musst es mal erlebt haben, um die Atmosphäre hier schätzen zu können. Die Lautstärke, den Schweiß, die Fans kommen so eng zusammen. Mein Vater stand in der Saison 24-25 das erste Mal auf dem Kopf und dann 40 Jahre lang Stehplatz, bis er irgendwann zu alt wurde. Ich denke, ich habe dann seinen Posten einfach eingenommen. Der Kopf und sein Anfield Roar, Geburtsort allen Fußball-Fangesangs in den späten 60ern. Ich stand insgesamt 10 Jahre auf dem Korb. Während dieser Zeit musstest du immer sehr früh da sein, um einen Platz mit dem Rücken zum Wellenbrecher zu finden, sonst warst du echt in Schwierigkeiten. Ein paar Mal kam ich direkt von der Arbeit und bekam keinen guten Platz mehr. Nach dem Spiel war ich völlig K.O. und habe mich gefühlt, als hätte ich selbst auf dem Platz gestanden. Zweimal musste ich sogar danach direkt zum Arzt, weil ich mir Rippen gebrochen hatte. So lief das damals hier. 30.000 auf dem Kopf, Europas größter Stehtribüne, bis 1994. Heute stehen die Kopfheiz zwischen ihren Sitzschalen, 12.500. Eddie, ein Fanleben für die Reds. Für Anfield. Coming to the ground always reminds us of the cup.
Wenn ich ins Stadion kam, war ich natürlich immer auf dem Kopf. Es war ein herrliches Gefühl, eine wundervolle Erfahrung, gerade wenn du jung bist. Ich war immer ein Roter und ich liebe den Fußball. Mein Herz schlägt schon immer für Liverpool. Wir versuchten immer, ganz in die Mitte des Kop zu gelangen. Da waren zwei Pfeiler und zwischen die beiden wollte man unbedingt. Und da waren diese breiten Wellenbrecher, wo du auch wirklich zusehen musstest, dass du davor stehst und auf keinen Fall dahinter, sonst gab es keinen Halt in der Menge. Also standen wir davor und wenn sie ein Tor geschossen haben, sind wir auf die Balken gesprungen und jubelten von da oben. Natürlich haben wir auch immer alles gegeben, um selbst einen Gesang anzustimmen. Neil Gallaghers Kinder, vierte Generation der Familie, die seit mehr als 60 Jahren und damit länger als jeder andere zwei Season-Tickets in Anfield hält. Alles angefangen hat mit ihrem Urgroßvater, Charlie Gallagher, 98. Ein Leben für den Liverpool Football Club und die Familie. Der Enkel und sein erstes Mal. Als du reinkamst, sah der Rasen so wahnsinnig grün aus. Ich erinnere mich gut daran, dass der Rasen für mich so wahnsinnig grün aussah. Und die Flutlichter damals, die waren ja noch ganz anders als die heutzutage. Es war unglaublich grell, verglichen mit der Dunkelheit da draußen. Das weiß ich noch ganz genau. Es ist unmöglich, dem Fußball in dieser Stadt nicht zu verfallen, sagt uns Alan, der seit den goldenen Shankly-Jahren bekennender Roter ist. Fans, Anhänger und auch Besucher der Stadt, alle wollen nach Anfield, wollen diese ganze Atmosphäre erleben, den Spirit und die Kraft, die dieses Stadion hat. Es ist wirklich aufregend am Spieltag, da stellen sich dir die Nackenhaare auf. Die Gesänge vor dem Spiel, während des Spiels, es ist einfach eine wunderbare Erfahrung. Ich weiß, das passiert so ähnlich auch anderswo, aber für uns ist das hier Liverpool, für uns ist es anders. Anfields Manager-Legende Bill Shankly, ein Vierteljahrhundert, unvergessen. Dass Fußball mehr sei als die Frage nach Leben oder Tod, sagt Shankly allerdings 50 Jahre vor Corona. When Bill Shankly arrived to Liverpool, and that changed. Als Bill Shankly hier ankam, hat das alles verändert. Von Bill Shankly an sind wir die Macht geworden, die wir heute sind. Er hat das ermöglicht und ich finde, wir können ihm sehr dankbar dafür sein. Er hat den Verein verändert, nicht nur den Fußball, sondern auch Anfield selbst. Das fing alles unter Bill Shankly an, Ende der 50er, Anfang der 60er. Liverpools Maßstab heißt Shankly, bis heute. Seine Asche liegt 300 Meter vom Friedhof entfernt, verstreut, direkt unter dem Rasen des Anfield Stadium. Als Hommage an den Träger des britischen Ritterordens, das Shankly Hotel, das auch ein Originaltelegramm der Beatles an Liverpools Manager zeigt. Kein Problem jedenfalls, dass Paul McCartney, als einzig wirklich fußballinteressierter Beatle, als Evertonian, als Blauer gilt. 10 Sunbury Road, McCartneys Geburtshaus in Anfield. Blaue und rote Familien wohnen in Liverpool bis heute friedlich. Tür an Tür. Das Merseyside Derby gilt mehr oder weniger bis heute als Friendly Derby. Tut der Atmosphäre übrigens keinen Abbruch. The kick and he play. Stevie, are on the way. Die enge räumliche Verbundenheit geschlossener Working-Class-Häusereien rund um ihr Stadion einmalig. Ein optischer Vorgeschmack auf die spezielle Heimspielatmosphäre in Liverpool. Liverpool ist der heimstärkste Club der über 100-jährigen englischen Erstligageschichte.
Die Mentalität des You'll Never Walk Alone stabilisiert seine Stadtgesellschaft auch in schlechtester Zeit. Festhalten an den Reds, das funktioniert. Es war gerade ziemlich blöd jetzt. Aber zu wissen, wer wir jetzt sind, nach vier geilen Jahren, ist einfach unfassbar. Champions League-Sieger, Supercup-Sieger, Club-Weltmeister und eigentlich auch Meister in der Premier League. Das ist ein unglaubliches Gefühl und einfach toll, das endlich wieder zu haben. Der Stadtteil Everton, die traditionelle Wurzel und Heimat beider Clubs, den international bekannteren Reds und den Blues, dem People's Club. Ihre Stadien trennt nur der Stanley Park. An diesem Montag hätte hier das Merseyside Derby steigen sollen. Corona verwandelt Everton in ein noch tristeres Grau. Keine Gesänge, keine erwartungsfrohen Gesichter. Nur Erinnerungen an die Jahre, als Blau und Rot hier und drüben in Anfield zusammen auf einer Tribüne stehen, bis in die späten 80er. Auch dieses Zusammen macht Liverpool aus. Mein erstes Spiel war mit meinem Vater damals in Everton. Denn zu dieser Zeit war es ja so, dass man manchmal zu Everton, manchmal zu Liverpool gegangen ist. Aber irgendwann sind wir nur noch Liverpool hinterher. Echt aufregend. Vier Generationen, eine Liebe, ohne Kitsch. There's no choice who you're going to support. Da gibt es überhaupt keine Wahl in unserer Familie, welchen Verein du supportest. Als meine drei Kinder geboren wurden, da gab es zuallererst die Liverpool-Montur geschenkt. Ein LFC-Strampler für Babys mit I Love Liverpool. Das war das erste Geschenk. Also, es ist schon fast zwangsläufig, dass sie schnell zu glühenden Roten wurden. Rob hält es kaum aus. Ohne Anfield. Es geht jedem hier so. Die Stadt ist so heiß auf Fußball. Das ist das, worauf du dich am Wochenende freust, wenn du von der Arbeit kommst. Die Spiele vermisst du jetzt besonders, aber das ist ja leider derzeit überall so. Die Stadt, in der es keinen Alltag ohne Fußball gibt, rückt enger zusammen. On the one side, the people were outside, probably the intense. Als die Menschen, die vor der Intensivstation standen, anfingen, You'll Never Walk Alone zu singen, da kamen mir direkt die Tränen. Es ist unglaublich, aber es zeigt, dass diese Menschen nicht nur arbeiten. Sie haben so einen guten Spirit. Sie sind es selbstverständlich gewohnt, anderen zu helfen. Wir müssen uns daran gewöhnen. We need to get used to it. Was das alles mit den Menschen macht? Die genau registrieren, dass ihre Regierung angesichts Corona den anfänglich eher entspannten Kurs plötzlich verschärft. Noch dürfen wir drehen, besuchen mit Dr. Owen eine Psychologin, die auch mit fußballaffinen Patienten im Großraum Liverpool arbeitet. Es bestimmt dein Leben, oder? Es gibt dann etwas, worauf du dich am Ende der Woche freuen kannst. Es gibt dir eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Männer kommen zusammen, fühlen sich gut, supporten und gewinnen. Auch das Beisammensein nach dem Spiel, ausgehen, trinken und feiern, dieser Zusammenhalt ist jetzt gestoppt. Ich denke, der Fußball ist es, der die Leute vor der Langeweile bewahrt, davor träge zu werden. Du brauchst einfach was, worauf du dich freuen kannst. Um die aktuelle Gefühlslage hier zu verstehen, hilft auch der Rückblick auf die Stadionkatastrophe von Heysel 85. Juve-Fans werden nach gegenseitigen Provokationen vor dem Europacup-Finale im maroden Brüsseler Heysel-Stadion von Liverpooler Hooligans gejagt. Der Tripp mit dem Stein am Kopf. Die Polizei schreitet nicht ein.
verdammt nicht wahr wird. In der Folge werden 39 Italiener sterben. Noch vor dem Anstoß bricht das ZDF die Live-Übertragung ab. Bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich jedenfalls und ich vermute Sie auch. Mir steht im Moment nicht der Sinn nachzuspannen. Noch während der folgenden siebenjährigen UEFA-Verbannung Liverpools werden die eigenen Fans zum Opfer der größten Fußballtragödie Englands werden. Hillsborough 89. Ein marodes Stadion, ein grotesk agierender Verband und eine völlig überforderte Polizei verursachen die Stadionkatastrophe von Sheffield. Als sich überfüllte Stehblöcke in Todesfallen verwandeln, sterben 96 Liverpool-Fans. Zerquetscht, totgetrampelt. Ich war mit meinem Vater und Großvater dort. Wir waren im Block direkt neben der Leppings Lane und ich erinnere mich, als wäre es heute, dass ich zu meinem Großvater sagte, der mittlere Bereich sieht aber sehr voll aus. Wir konnten mit ansehen, wie sich diese Katastrophe schon einige Zeit vor dem Spiel angebahnt hat. Es war bereits draußen ungewöhnlich voll. Und als wir durch die Drehkreuze gingen, sind wir dann nach links. Einige, die weiter geradeaus sind, haben leider ihr Leben dort verloren. Diese Bilder werden niemals weggehen. Dass englische Behörden und Teile der Londoner Presse jahrelang versuchen, die Schuldfrage von Hillsborough umzukehren, wird den LFC, seine Fans, eine ganze Stadt extrem zusammenbringen. Zum Symbol Liverpooler Widerstands wird die Opferzahl 96. Das Boulevardblatt Sun kauft hier keiner mehr. So much has happened to the city over the last 30, 40 years. Dieser Stadt ist in den letzten 30, 40 Jahren verdammt viel widerfahren. Heysel, Hillsborough und auch die Thatcher-Regierung. Irgendwie kennen wir das schon, wie es sich anfühlt, uns gemeinsam gegen einen Feind zu stemmen. Wir kriegen das hin, beißen auf die Zähne und halten einfach noch enger zusammen. Es gibt viel zu verlieren. Zur sicher geglaubten Meisterschaft. Nach der besten Saison, die je in einer europäischen Top-Liga gespielt wurde, fehlen den Reds noch genau 2 Siege. Als auch die Premier League nach Matchday 29 vor dem Coronavirus kapituliert. Seitdem bangen sie, fürchten die Annullierung einer Saison, auf die sie 30 Jahre gewartet haben. So wie sie auf ihn gewartet haben. Allgegenwärtig im Stadtbild, omnipräsent, nicht nur auf den Sportseiten. Jürgen Klopp ist gefühlt längst einer von ihnen, weil er es schon wieder geschafft hat, eine ganze Stadt mitzureißen und hier nicht irgendein Stadion anzuzünden. Jürgen Klopp hat uns einen Spirit eingeflößt, den wir seit Bill Shankly nicht mehr hatten. Er begeistert alle. Die Verbindung zwischen der Stadt und Klopp, die passt perfekt. Er ist so ein charismatischer, lebhafter, sympathischer und geselliger Typ. Er passt einfach hierher. Zu dem, was Liverpool als Stadt ist. Wenn Liverpool ein Trainer wäre, dann wäre das definitiv Jürgen Klopp. Klopps Wert für Liverpool geht deutlich über den Gewinn der Champions League oder die beste Punktestatistik aller LFC-Manager hinaus. Er ist offen und ehrlich gegenüber den Menschen. Er spricht frei heraus und wenn das den Leuten nicht gefällt, ist das nicht sein Problem. Wirklich nicht. Er sagt, wie es ist und so sollte es auch sein. Er ist einfach ehrlich. Er ist noch immer außer sich, wenn es sein muss. Energiegeladen. Einfach hungrig nach dem Fußballglück. Jürgen Klopp. Und er ist ehrlich zu den Leuten. Jürgen Klopp, er ist der einzige Trainer aus den letzten 60 Jahren, der nah an Bill Shankly herankommt. Und das ist wirklich das größte Kompliment, das man ihm überhaupt machen kann.
Er ist eine Naturgewalt, so energisch und aufgeschlossen. Was er hier reinsteckt, das ist wirklich unglaublich. Für uns war Jürgen Klopp eine echte Offenbarung. Er ist ein wunderbarer Typ und einer von uns. Wirklich einer von uns. Er ist jetzt ein Scouser und es ist wundervoll, ihn hier zu haben. Ganz selbstverständlich füllt Klopp die Rolle des Frontman für den Liverpool FC, einfach weil er so ist, wie er ist. Ob gesellschaftliche Verantwortung oder Marketinggrinsen, Klopp wird zum Gesicht des LFC. Do the right thing. Tut das Richtige. Bleibt zu Hause, solange wir das noch müssen. Irgendwann werden wir wieder Fußball spielen und das wieder mit 100%. Ich wünsche mir nichts mehr als das, aus einigen wirklich sehr guten Gründen. Den Titel reinholen, irgendwie. Die Merseyfähre jedenfalls fährt noch. Natürlich wissen Sie in Liverpool, dass der englische Fußballverband FA die Saison für die unteren Ligen Englands bereits beendet hat. Ohne Meister, ohne Auf- und Abstieg. Gerüchte flattern, alles schwand. Was bliebe von einer Saison, die schon vor der Zwangsunterbrechung so einmalig in der Geschichte von Anfield war? Fußball aber? Kein Siegen um jeden Preis. Nicht hier. Ich will den Titel einfach nur anständig und ehrlich gewinnen, sodass auch keiner sagen kann, dass die Saison nicht reell zu Ende ging. Insbesondere nicht Everton und Man United-Fans. Durch Abbruch zum Titel? Bitte nicht. Was aber, wenn es diesmal gar keinen Meister gibt? Viele, die ich kenne, wären echt verärgert. Und der Ärger steigert sich vielleicht in Wut. Ich würde es wirklich ungern vorhersagen, aber ich denke, es war einfach eine verdammt lange Leidensgeschichte für Liverpool. Was folgt auf 30 Jahre Warten? Euphorie oder Albtraum? Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn die FA sagen würde, wir streichen die Saison einfach und Liverpool holt den Titel nicht. Das wäre wirklich unvorstellbar. Ich glaube, ich würde das nicht verkraften. Das wären Zustände wie im Bürgerkrieg. In Liverpool? Im Fußball? Zählt nur noch Glauben und Hoffnung. Liverpool wird diesen Titel gewinnen und das weiß jeder. Sie werden Englands Champions, auch wenn sie vielleicht nie den Pokal hochhalten. Jeder weiß, dass sie das beste Team in ganz Europa sind. And we come from Liverpool. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. We're gonna win the league. George und die Gallaghers. Eddie und Jack und die anderen. Und Jürgen Klopp. Was in jedem Fall noch sehr lange fehlen wird, das sind die Gesänge, die sonst vom Kopf rüber wehen. Als wir Liverpool, die Fußballstadt, nach 8 Tagen verlassen, beginnt der Shutdown auch dort.